Flugforensik. Ein Absturz und seine Geschichte. Ein Podcast von Benjamin Denisch und Andreas Speth. Bilder, Videos, Dokumente zu jeder Folge auf flugforensik.de. Es ist nie drinnen gestanden, dieser Fehler führt zur Schuppenkehr. Das war auch nicht so. Ich selbst habe als Flugbegleiter einmal erlebt, wie bei einem technischen Problem getrickst wurde. Das war auch bei einer Boeing 767. Wir sind einfach mit diesem fehlerhaften Triebwerk gestartet. Also erstmal ist es aus Pilotensicht der absolute Albtraum, den es gibt, auch was diesen Fall betrifft. Das ist eigentlich nicht zu trainieren. Hilflosigkeit, absolute Hilflosigkeit kommt mir dann in den Sinn, wenn ich das beschreiben sollte. Um 18.02 Uhr österreichischer Zeit ist gestern ein Flugzeug der Lauda Air in Thailand kurz nach dem Start in Bangkok abgestürzt. Something happened that we didn't, we meaning Boeing, the designers and all, and the FAA and all that, didn't expect was going to happen. Also ich glaube, es gibt hier einfach eine rein juristische Komponente und eine ethisch-moralische Komponente. Ich muss schon sagen, dass wenn ich eine Person suche, die schuld ist und sage, ich möchte diejenige haben, dann ist es für mich Niki Lauda. Ja. Herzlich willkommen zur 8. Episode von Flugforensik mit Benjamin Denisch und Andreas Speth. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hoffentlich habt ihr uns schon erwartet. Wir geben uns Mühe, dass wir auch heute eine spannende, lehrreiche und packende Folge für euch haben. Und wie immer erzählt Andreas, worum es geht. Es geht um den schwersten Unfall einer Boeing 767 jemals. 1991, Lauda Air aus Österreich war die betroffene Airline. Es war der schwerste Unfall auch in der österreichischen Luftfahrtgeschichte. Der Flug an diesem Abend 1991 startete von Bangkok Richtung Wien und nur etwa 10, 15 Minuten nach dem Start ist die Maschine in der Luft zerbrochen und in Thailand in den Dschungel gestürzt. Es kamen an Bord alle 223 Menschen ums Leben. Ein schockierender Fall und ein richtiges Puzzle, das vor uns liegt. Wir werden es Stück für Stück bearbeiten und hören jetzt erst einmal, wie alles begann. Hongkong, Bangkok, Wien. Das ist die Flugroute der Boeing 767 von Lauda Air Flug NG004. Es ist der 26. Mai 1991 und an diesem schwülwarmen Abend steigen beim Zwischenstopp in Bangkok nicht nur viele Passagiere zu, es wird auch die ganze Crew gewechselt. 213 Fluggäste sind an Bord und 10 Besatzungsmitglieder, darunter der Kapitän Thomas Welch und Co-Pilot Josef Turner. Unter den Passagieren befinden sich unter anderem der damalige UN-Drogenbeauftragte Donald McIntosh und der bekannte österreichische Wirtschaftswissenschaftler Clemens André mit einer großen Gruppe von Studenten der Universität Innsbruck. Um 22.45 Uhr erhält die Boeing 767 die Starterlaubnis. Kurz nach 23 Uhr hebt die Maschine mit dem Taufnamen Mozart ab. Nach 11 Stunden Nachtflug soll der Großraumjet in Wien-Schwechat landen. Tatsächlich wird Flug Lauda 4 in jener Nacht nach nur rund 15 Minuten in der Luft auf furchtbare Weise enden. Die Boeing 767 ist ein sehr, sehr gängiges Flugzeug, ein Arbeitstier. Was kannst du uns darüber erzählen, Andreas? Ja, die Boeing 767 hat sich entwickelt im Laufe der Zeit. Die ist sozusagen in den 80er Jahren auf den Markt gekommen. Zuerst als eine etwas kürzere Version, 767-200, die auf Mittelstrecken vor allen Dingen flog, regionale Flüge gemacht hat, vor allen Dingen in Asien viel. 1988 kam die Langstreckenversion raus, die 767-300ER für Extended Range ER. Das wurde die populärste und meistverkaufte 767. Das Flugzeug insgesamt, der Typ 767, hat sich 1254 Mal verkauft, also für Boeing recht erfolgreich. Und davon allerdings 583, also ja fast die Hälfte, waren Flugzeuge der Version 767-300ER, also die Langstrecke-Version. Das war damals ein bisschen auch das Standardflugzeug auf Langstrecken, weil es war Konkurrenz, gab es dazu vor allem von Airbus, aber nicht so in dem Maße. A310 war ein Konkurrent, aber die hatte auch nicht so große Reichweite. A300 gab es auch noch teilweise für kürzere Strecken, längere Mittelstrecken. Aber im Grunde war die 767-300ER damals wegweisend und auch relativ Alleinstellungsmerkmal war das für Boeing. Lauda hat diese Maschine neu bekommen von Boeing und zwar etwa anderthalb Jahre vor dem Absturz. Und dieses Unglück ist das einzige echte Unglück einer 767-300ER in der Geschichte.
Es gab noch ein zweites Unglück mit vielen Toten und das war 1990 Egypt Air, ein Absturz in Atlantik auf dem Flug von New York nach Kairo. Und das war nach allem, was wir wissen, ein Selbstmord. Wir haben auch schon einen Piloten-Selbstmord. Wir hatten auch schon in unserer Folge über MH370, glaube ich, diesen Egypt Air-Fall kurz angesprochen. Das waren direkte Schwestermaschinen, auch von der Seriennummer, die Boeing 767-300 von Lauda, die abgestürzt ist 1991 und eben im Jahr zuvor bereits diese 767 von Egypt Air. Ja, Lauda Air, um die soll es jetzt auch gehen, denn die hatten damals genau zwei Maschinen dieses Typs. Das ist schon mal per se ein bisschen ungewöhnlich, wenn man sich überlegt, dass so ein Flugzeug vielleicht auch mal kaputt gehen kann oder gewartet werden muss. Und das ist eine der Besonderheiten der Fluggesellschaft Lauda Air. Heute würde man vielleicht von so einer Art Start-up sprechen. Anfang der 90er eine kleine Sensation im österreichischen Luftverkehr. Es wird noch viel zu reden sein über diese Fluggesellschaft. Natürlich kennt auch das wandelnde Luftfahrtlexikon Andreas Späth die Lauda Air gut. Aber als erstes wollen wir Susi Scheithauer hören. Sie ist heute Pilotin und war früher bei Lauda Air zuerst Flugbegleiterin und dann später eben auch Pilotin. Ich habe viel gelesen in der Recherche über den besonderen Spirit und wollte von Susi Scheithauer erstmal wissen, was hat den eigentlich ausgemacht? Also Niki Lauda war damals beim Rekrutieren von Flugbegleitern selbst dabei, die ersten Jahre. Und der hat sich da auch da sehr viel sozusagen eingebracht und eingemischt und wollte sich eben die Damen, es gab damals ganz wenige Männer, also vor allem die Damen selbst aussuchen, die er nimmt. Und er hatte damals die Macke, dass er auch gesagt hat, das Personal darf nicht älter als 30 sein, weil das ist eben unsexy. Ne? Und das zeigt so ein bisschen, wie das Unternehmen damals sich angefühlt hat. Also dort zu arbeiten war zwar kein Honiglecken, aber der Spirit war so, dass alle voll dabei waren. Also es hat jeder auf seinem Auto einen Aufkleber gehabt mit Services Our Success und diesem Engel. Und also es war wirklich, keine Ahnung, vielleicht ist es dann bei Google später auch so gewesen anfangs oder wie auch immer. Also es war ein Unternehmen, mit dem er sich extrem identifiziert hat. Die junge, aufstrebende Fluggesellschaft Lauda Air. Ja, der Spirit und eine Art Nationalheld Niki Lauda als Chef, der ja auch selber Pilot war. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das ziemlich viel Aufsehen gemacht hat und auch ein attraktiver Arbeitgeber war. Aber es gab auch eine Schattenseite der Lauda Air, die zumindest in dieser Zeit nicht so öffentlich wurde. Wir haben in den Recherchen jemanden getroffen, der uns nicht mit seiner Stimme und seinem echten Namen das Interview geben wollte. Also er hat uns das natürlich mit seiner Stimme gegeben, aber er wollte nicht, dass die hier im Podcast zu hören ist, weil er heute selber noch im Luftfahrtgeschäft ist. Er war, nennen wir ihn mal Martin Moser, und er war zu der Zeit des Unglücks auch Flugbegleiter, einer der wenigen Männer. Wir haben es eben gehört, da waren überwiegend Flugbegleiterinnen im Einsatz. Er war einer der wenigen Männer und er stellt die Stimmung bei Lauda Air, sagen wir es mal, etwas differenzierter dar. Das ist die Stimme von Martin Moser, Name geändert, nachgesprochen, aber exakt sein Wortlaut aus dem Interview mit ihm. Die Stimmung bei Lauda Air war eine Mischung aus dem so gehypten Lauda Spirit, diesem Wir sind einfach die Besten, und aus Angst. An Bord war alles stark auf die Außenwirkung ausgerichtet. Wir mussten extrem viel putzen. Wenn Niki Lauda mal an Bord kam und ein Papierchen gefunden hat, dann gab es Ärger. Zudem war bei Lauda Air Schlafen ein Entlassungsgrund. Selbst Powernapping auf Langstreckenflügen war verboten. Ehrgeiz ist gut bei einem aufstrebenden jungen Unternehmen. Angst dagegen, glaube ich, nicht so sehr. Andreas, du bist lange genug im Geschäft, dass du die Lauda Air auch noch als Journalist und Passagier kennenlernen durftest, oder? Ja, also ich habe natürlich das alles auch verfolgt und ich war überhaupt schon auch als Jugendlicher, obwohl ich mich nicht für Rennsport, für Autorennsport interessiere, ein Fan dieser Person, Niki Lauda. Der war einfach ein Held. Der hat 1976 diesen wahnsinnigen Crash auf dem Nürburgring überlebt mit seinem Ferrari, ist halb verbrannt, hatte dann diese halben Ohren und war also im Grunde so eine sehr ungewöhnliche Erscheinung. Ich habe schon irgendwie als 12-Jähriger die ersten Bücher über ihn gelesen und fand ihn einfach faszinierend als Charakter. Und dann ist er eben in den späten 70ern schon ganz klein, hatte ein Luftfahrtfabel, hat sich, glaube ich, eine Fokker F-27 gemietet und hat versucht, in Österreich gegen die allmächtige Auer, also die
Austrian Airlines war der Platzhirsch, so ähnlich wie die Lufthansa. Und damals hatten alle diese großen Straßenlinien völlige Monopole. Es gab also überhaupt keinen Wettbewerb. Das war ja gar nicht üblich in den 80er Jahren. Das hat er versucht und war so ein bisschen der Rebell und der Robin Hood der Branche. Hatte also auch daher ein ziemlich positives Image, Niki Lauda. Es dauerte ziemlich lange und hat sehr viele Kämpfe mit der Auer ausgestanden, bis er überhaupt sozusagen irgendwas hatte, was eine fühlbare Airline war und eben auch wirklich mit anfangs Boeing 737 und später eben auch mit 2767 richtig und dann sogar weltweit tätig wurde, bis nach Sydney ja geflogen ist. Ich bin selber nur einmal mitgeflogen und das war ein sehr besonderer Flug, auch mit Niki Lauda selber, weil wir nämlich in Seattle bei Boeing die erste Boeing 777 abgeholt haben. Das war Mitte der 90er Jahre für Lauda Air. Und das war insofern auch typisch für die Lauda-Ära, denn wir haben nicht etwa den, wie sonst andere Airlines das machen, im Nonstop-Flug von Seattle nach Frankfurt zu fliegen, Lufthansa, und dann irgendwie geht die Maschine in den Dienst und das war's. Nein, nein, wir sind mit Lauda ist jetzt geflogen und hatte also jede Menge Ehrengäste aus Österreich und die Bussi-Bussi-Gesellschaft aus Wien dabei, aber auch sehr viele Journalisten, alle haben es geliebt. Wir flogen also nur mit dem Flugzeug, er selber ist geflogen, die 777 von Seattle nach Las Vegas. Und da haben wir, glaube ich, ein oder zwei Nächte in Las Vegas-Station gemacht. Da haben wir also, ich habe in der Suite geschlafen mit einem verspiegelten Bett, also völlig das verrückt. Harte Leben eines Luftfahrtjournalisten. Ja, das war das so, das war Lauda. So. Und dann ging es dann nach einer großen Sause in Las Vegas, ging es dann nach Wien und das war unfassbar, denn in Wien, man glaubt es nicht, wir haben so auch eine Platzrunde gedreht mit der 777, da waren 200.000 Menschen auf den Beinen, die haben ein riesen Volksfest gemacht am Wiener Flughafen Schwechat, mit Festzelten, mit Musik, das war ein Irrsinn. Also halb Österreich stand still, es wurde live übertragen im Fernsehen. Also in Österreich war Niki Lauda Nationalheld. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die ich auch später noch erlebt habe und die eine große Rolle spielt in der ganzen Wahrnehmung auch von Lauda Air. Und er war hier ohnehin so ein bisschen der Held, weil er quasi jetzt eher als Herausforderer sozusagen die Auer aufgemischt hat. Und noch ganz kurz, deswegen sehr wichtig war bei Lauda eben wirklich, wie wir gerade schon hörten, auch von Susi Scheithauer, die Außenwirkung. Es gab extrem sexy Uniformen, knallrot, es gab sehr schicke Sitze, es gab ein tolles Catering, zum Beispiel gab es, das war auch ein Markenzeichen, dreieckige Porzellanteller, wo also sozusagen alles drin war. Wer heute mit der Auer fliegt, schätzt das Catering von Do & Co. Ich glaube, bei Turkish Airlines sind die auch im Einsatz, vielleicht das beste Catering an Bord. Und ich glaube, das war auch ein Spezi von Niki Lauda, ne? Den habe ich auch kennengelernt auf diesem Flug von Las Vegas und Seattle. Attila Dogudan, das ist der Gründer von Do & Co., der heute ein Weltkonzern, der auch zum Beispiel die ganze Formel 1 catern weltweit und eben auch diese gerade besagten anderen Airlines und immer noch einen sehr guten Ruf haben. Und das ist auch eine Art Mastermind gewesen, dieser Mann, Attila Dogudan. Und der war auch sogar persönlich dabei und der hat auch für diesen Flug spezielle Sachen kreiert. Also das war der Schwerpunkt. Und deswegen war Lauda auch sozusagen als Premium-Airline positioniert, die zwar auch irgendwie günstige Ferienflüge machte, aber eben auch vor allen Dingen ein Top-Produkt mit Top-Service zumindest in der Business-Class geboten hat. Kein Ferienflug war Lauda 004 für den Vater von Philipp Lehmann, mit dem ich sprechen konnte. Philipp Lehmann war 1991 10 Jahre alt, ich glaube in Österreich würde man sagen ein Bub, in Tirol. Und sein Papa ist damals mit Lauda eher nach Asien geflogen. Und als erstes wollte ich wissen, was wollte der Vater denn da? Es war Exkursion von der Uni Innsbruck grundsätzlich und der Leiter, der Professor André, war damals sehr aktiv und hatte eben auch eine Reise angeboten, um das Finanzsystem von Hongkong kennenzulernen. Damals noch Kolonie von England, also war durchaus interessant. Und mein Vater war immer sehr bankenaffin, hat mit Banken auch viel zu tun und wollte sich das ansehen und ist da deswegen mitgefahren. Und es waren damals sehr gute Studenten aus dem Volkswirtschaftsbereich und eben mein Vater, der sich da angeschlossen hat, dieser Exkursion. Und ja, war auch sehr begeistert von der Zeit unten in Hongkong. Also wir haben Karten erhalten und auch da weiß ich noch, steht drauf, Hongkong ist großartig. Also er war wirklich begeistert von dem Programm und von den Aktivitäten dort vor Ort. Nicht nur der Vater von Philipp Lehmann, sondern zumindest auch diese ganze Wissenschaftlergruppe von der Uni Innsbruck war also seit Hongkong mit an Bord. Der Flug von Hongkong nach Bangkok ist reibungslos verlaufen. In Bangkok sind dann viele, viele weitere Gäste, sehr viele Touristen zugestiegen und die Crew wurde gewechselt. Lauda 004 ist dann gestartet und ja, der Flug ist im Grunde nur ein paar Minuten in der Luft und dann ist etwas Ungewöhnliches im Cockpit passiert.
Und wann immer das der Fall ist, da ist es sozusagen eine gute Tradition für uns bei der Flugforensik, dass wir uns richtige Auskenner, die Expertise von Piloten holen. Heute ist es ein SFO, wie man so schön sagt, ein Senior First Officer namens Andreas Lampel. Er ist praktischerweise Senior First Officer auf eben jener Boeing 767 bei einer großen europäischen Airline. Hallo Herr Lampel. Freut mich, danke für die Einladung. Der Flug verläuft am Anfang normal, aber nicht sehr lange, denn 5 Minuten 45 nach dem Abheben in Bangkok leuchtet eine Warnmeldung auf einem der Displays im Cockpit auf und da steht, ich zitiere, REF, nächste Abkürzung ISLN. Was um alles in der Welt soll das dem Piloten sagen? Ja, an und für sich erstmal Reverse Isolation ist eine Warnmeldung, wo einfach bedeutet, dass eigentlich im System der Schubumkehr etwas nicht richtig läuft. Einfach eine Warnmeldung, dass eines der Systeme einen Fehler detektiert hat. Aber erstmal ist das nur eine Warnung, wo nichts Großes oder keine Pilot Action oder kein Verfahren erstmal wirklich, wo man einsteigt, etwas aktiv am Flugzeug erstmal verändert. Das ist einfach eine Warnung, dass etwas in der Schubumkehr nicht funktioniert, aber hat eigentlich im Fluge keine Bewandtnis, da die Schubumkehr nur am Boden aktiv und dort verwendet wird. Der First Officer entscheidet sich, glaube ich, pflichtgemäß ins Manual, also ins Handbuch der Maschine zu gucken, weil das ganz offensichtlich nicht so häufig auftaucht, dass man sofort weiß, was dann zu tun ist. Da steht drin, das ist auf dem Voice Recorder festgehalten, additional system failures may cause in-flight deployment, expect normal reverse operation after landing. Und der Pilot, also der Captain, bestätigt, okay. Und dann fragt der First Officer nochmal nach, shall I ask the ground staff? Shall I ask the technical man? Und der Pilot sagt, naja, das ist wahrscheinlich nur Feuchtigkeit, also Moisture, die da irgendwie diese Fehlermeldung ausgelöst hat. Ist das aus Ihrer Sicht das korrekte Verhalten der beiden da im Cockpit? Also dass immer wieder mal Fehlermeldungen im Cockpit auftauchen, das gibt es. Und manchmal ist auch tatsächlich Moisture in so einem Sensor oder in einer Verbindungsstück oder in einem Stecker wirklich vorhanden. Jetzt im Zuge eines Reverse Isolation ist mir jetzt nicht bekannt, dass mir persönlich das schon mal passiert ist. Aber erstmal bei einer Fehlermeldung erstmal das Buch zur Hand nehmen, das Quick Reference Handbook, also wo die ganzen Fehlermeldungen auch aufgelistet sind und wo praktisch dann das weitere Verfahren festgelegt ist. Das ist das absolut richtige Verhalten und das würde in jedem Flugzeug auch heute, egal bei welcher Fehlermeldung, genauso ablaufen. Ja. Andreas Lampel, wir hören ihn noch öfter in diesem Podcast. Ja, diese Fehlermeldung, das ist ganz interessant, die war tatsächlich nicht neu. Martin Moser, der Flugbegleiter, ich habe es vorhin erwähnt, ich sage es jetzt ein letztes Mal nochmal, der Name ist geändert, die Stimme nachgesprochen, hat mir erzählt, dass selbst er als Flugbegleiter von dieser Fehlermeldung im Vorfeld schon mal gehört hatte. Ich hatte schon vor dem Absturz der Mozart mitbekommen, dass es mit der Maschine Probleme gab, also mit der Schubumkehr. Das haben Piloten mal beim Abendessen im Layover erzählt. Okay, also Martin Moser spricht hier schon von einem Fehler in der Schubumkehr. Bisher ist es ja nur eine Fehlermeldung. Und dann haben die Piloten 4 Minuten darüber diskutiert und im Manual auch nachgeguckt, also diesem Handbuch von Boeing. Ich habe Susi Scheithauer gefragt, die eben nicht nur Flugbegleiterin war, sondern später auch Co-Pilotin auf der 767, ob die Piloten da nicht hätten misstrauischer werden können. Es ist nie drinnen gestanden, dieser Fehler führt zur Schubumkehr. Das war auch nicht so von Boeing. Ja. Es war nicht so konstruiert. Der Flieger hatte ja im Techlog schon eine längere History mit dem Fehler. Also der ist intermittent immer mal aufgetreten, mal nicht. Und von Boeing aus war das auch okay, dass man sozusagen einen Test durchführt am Boden, macht die Technik einen Test. Und wenn dieser Test okay ist, dann darf man trotz dieser Fehlermeldung, obwohl sie da war, weiterfliegen, so und so viele Sektoren wieder. Also der bisher dominante Begriff dieser Folge ist neben lauter Schubumkehr. Und an der Stelle wollen wir auch mal wieder die abhören, die Flugforensik hören und noch nicht die riesen Luftfahrtexperten sind. Andreas, erklär uns doch mal wirklich für einen 5-jährigen Jungen, der Flugzeuge toll findet, was genau ist die Schubumkehr, wofür braucht man die? Ganz einfach, die Bremse. Und zwar die Bremse am Boden, nicht in der Luft, das ist entscheidend. Ganz früher, auch in den 60er Jahren, bei der Caravelle, gab es noch Bremsfallschirme. Also wenn die Maschinen mit hoher Geschwindigkeit, teilweise ja über 200 km/h, nach einem Flug auf der Piste aufsetzen, müssen sie ja zum Stehen kommen. Man kann sich vorstellen, dass normale Scheibenbremsen wie beim Auto da nicht ausreichen würden, um ein solches massives Flugzeug mit so hoher Geschwindigkeit auf der zur Verfügung stehenden Länge der Bahn wirklich zum Stehen zu bringen.
Das wurde aber nur kurz gemacht mit diesem Fallschirm, weil es sehr aufwendig war, die auch wieder einzupacken und so weiter. Und deswegen wurde dann mit Erfindung der Düsentriebwerke auch ein System geschaffen, wo man mit sozusagen zwei aufklappbaren, wie so Metallmuschelhälften, die eben hinten in den Triebwerkstrahl hineingeklappt werden und damit es keinen Vortrieb mehr gibt, sondern sozusagen die Richtung des Schubs umgelenkt wird. Deswegen Schubumkehr, weil plötzlich sozusagen die Strömung in die andere Richtung verläuft und eben die Maschine nicht mehr beschleunigt, sondern abbremst. Und das ist genau die Idee. Man muss im Grunde nur recht kurz die Schubumkehr aktivieren, weil damit eben sozusagen der Vortrieb zusammenbricht. Und das ist gerade das Ziel, die Maschine zum Stehen zu bringen. Interessanterweise habe ich gelesen, das habe ich selber überrascht, wusste ich auch nicht vorher, gab es nur zwei Flugzeugtypen, die in der Tat auch mit Schubumkehr in der Luft gebremst haben. Und interessanterweise ist eine davon die Ilyushin 62, die wir ja gerade hier in der vorherigen Folge behandelt haben, mit dem Interflugabsturz 1972. Und die DC-8 übrigens auch. Also im Grunde die ganz frühen vierstrahligen Verkehrsflugzeuge, die DC-8 jedenfalls aus dem Westen und die Ilyushin 62 aus dem Osten, die hatten das auch. Sonst war Schubumkehr immer nur, dafür ist sie auch wirklich gedacht, zum Bremsen am Boden. Deswegen, dass in diesem Fall bei Lauda überhaupt schon die Ankündigung kam auf diesem System der Piloten, eine Warnung vor einem Ausfahren der Schubumkehr in der Luft, ist vollkommen absurd eigentlich in sich, weil das ist überhaupt nicht vorgesehen und auch absolut kontraproduktiv. Das hören wir noch und ich kann persönlich sagen, ich gestehe, ich habe eine Urangst. Ich sitze sehr gerne beim Fliegen an den Tragflächen, höre auch gerne die Triebwerke und meine Urangst ist, dass beim Abheben im Steigflug tatsächlich diese Schubumkehr einsetzt. Ich sage mir dann immer rational, nee, das ist bestimmt so konstruiert, dass das nie im Leben passieren kann. Das wäre ein absoluter Albtraum. Lauda Air 004, da ist dieser Albtraum wahr geworden. 23.17 Uhr, Flug Lauda 4 hat bei seinem Steigflug eine Höhe von 7.500 Metern erreicht. Die Piloten denken womöglich schon nicht mehr an die Fehlermeldung zur Schubumkehr beim linken Triebwerk, als sie das Thema plötzlich unmittelbar erreicht. Die Schubumkehr schaltet sich mitten im Steigflug ein. Das linke Triebwerk arbeitet jetzt gewissermaßen in die falsche Richtung. Copilot Turner meldet seinem Kapitän pflichtgemäß Reverser deployed. Da kippt die Boeing 767 nach links und beginnt einen rasanten Sturzflug. Auf dem Stimmenrekorder ist später der Fahrtwind zu hören, das quietschend grollende Geräusch von zerbrechendem Metall und das Keuchen der Piloten. Und zwischendrin das Geheul der Alarmsignale für das Ausschalten der automatischen Schubregulierung. Zur Warnung vor zu hoher Geschwindigkeit. Die Piloten versuchen alles, die Maschine wieder unter Kontrolle zu bekommen. Kapitän Welch schaltet das linke Triebwerk sofort aus. 30 Sekunden dauert es noch, da bricht der nun mit Schallgeschwindigkeit zu Boden rasende Jet in der Luft in 1200 Metern Höhe auseinander. Um 23.17 Uhr Ortszeit stürzen die Teile, die mal ein Großraumjet und seine Insassen waren, brennend in ein hügeliges Dschungelgebiet im Westen Thailands. Alle 223 Menschen an Bord sterben beim Absturz der Mozart. Andreas, wie geht's dir damit? Ich finde das schockierend, weil es einfach in sich völlig absurd ist und völlig widersprüchlich, sich vorzustellen, dass plötzlich zwei Triebwerke, die an dem Flugzeug vorhanden sind, in entgegengesetzte Richtung wirken. Und das kann logischerweise nicht gut gehen, das zerreißt die Maschine quasi unweigerlich. Und das sich vorzustellen, ist schrecklich. Wir kriegen auch manchmal Mails und Fragen oder die Bitte, dass wir erzählen sollen, wie es den Passagieren und der Crew an Bord ging. Das ist A, immer sehr schwierig, weil man die fast nie befragen kann und außerdem finde ich es manchmal dann auch ein Stück weit irgendwie voyeuristisch oder blutrünstig und das ist genau das, was wir eigentlich nicht wollen, aber die Kräfte, die hier gewirkt haben müssen, gehören glaube ich so mit zu den stärksten und heftigsten, was überhaupt bei Flugzeugabstürzen jemals passiert ist. Wir hatten jüngst den Fall Alaska 261, diesen umgekehrten Sturzflug in den Pazifik. Vielleicht kann man es damit vergleichen. Und ja, dass das Flugzeug in der Luft auseinandergebrochen ist, das ist völlig logisch und das ist auch keine Schuld von Boeing, weil Maschinen eben nur bis zu einer bestimmten aerodynamischen Belastung gebaut sind. Und eine Boeing 767 ist eben kein Überschalljet und für solche Kräfte, die da wirken, nicht gemacht. Das war nicht der Fehler, die hätte nie in diesen Sturzflug gehen können. Und dennoch wollen wir drüber reden, was man in so einem Fall machen kann und was so ein Fall bedeutet. Im Grunde neben dem Feuer an Bord vielleicht der Worst Case und fragen wir doch mal den Senior First Officer Andreas Lampel. Also erstmal
ist es aus Pilotensicht der absolute Albtraum, den es gibt, auch was diesen Fall betrifft. Ist es einen sehr persönlich auch, sagen wir mal, sehr betroffen macht, weil einfach aus Pilotensicht das etwas ist, mit dem man absolut nicht rechnet und rechnen kann. Das Flugzeug ist im Steigflug, relativ hohe Triebwerksleistung, und das ist auch ein Bereich in der Höhe, wo das passiert ist, wo zum Beispiel das Flugzeug die größte True Airspeed heißt. Das heißt für uns, dass praktisch eine der höchsten aerodynamischen Loads praktisch auf das Flugzeug wirkt. Und wenn das, was der Lauda Air passiert ist, da sind solche G-Kräfte und solche extreme Kräfte im Spiel, dass allein schon aus physischer Sicht das für den Piloten eine extreme Situation ist, wo er eigentlich gar nicht drauf trainiert ist. Das kann man nicht simulieren, das kann man nicht trainieren, das kommt auch nicht in keiner Flugausbildung vor. Diese Art von Fliehkräften und Auftriebsverlust und Rollraten, wie da im Spiel waren, das ist eigentlich nicht zu trainieren. Und das ist für einen Piloten eigentlich das Allerschlimmste, weil einfach Hilflosigkeit, absolute Hilflosigkeit kommt mir dann in den Sinn, wenn ich das beschreiben sollte. Das Ganze ist in Südostasien am späten Abend passiert, und ja, die schockierende Mitteilung erreichte dann natürlich auch Österreich. Und ich habe den Angehörigen eines der Opfer gefragt, Philipp Lehmann, wir haben ihn eben schon mal gehört, ob er sich daran erinnern kann, wie er von dieser Nachricht erfahren hat. Er war damals, wie gesagt, 10 Jahre alt. Ich war in der 4. Klasse Volksschule, sagt man bei uns, die Grundschule. Und ich war am Heimweg von der Schule, als andere Schulkollegen mit mir schon gesprochen haben, ja, es gab hier einen Flugzeugabsturz. Ich weiß noch genau die Stelle, als wir waren, und ich sagte zu denen noch, ja, hoffentlich ist es nicht mein Vater, weil der ist auf dem Rückweg. Hab's aber nicht ernst gemeint, so eher so, naja, es gibt ja viele Flugzeuge, aber hoffentlich ist es nicht er. Und als ich zu Hause ankam, das war 10 Minuten später, hat mich meine Mutter schon empfangen und meine Tante mit Tränen in den Augen, und die haben mir damals gesagt, ich soll mich hinsetzen, und sie haben eine schlechte Nachricht für mich. Und ganz klar, also die erste Aussage von meiner Mutter war, im Flugzeug war eine Bombe versteckt. Und darauf ist mir natürlich alles runtergefallen. Das war die Nachricht am 27. Mai, war das damals so um die Mittagszeit, dass er eben nicht mehr nach Hause kommen wird, weil das Flugzeug abgestürzt ist. Die Bombentheorie, in der Tat, machte die ganz schnell die Runde. Es ist ja im Grunde so eine Unsitte, auch von uns Journalisten, zu spekulieren. Natürlich ist ein Flugzeugabsturz immer ein außerordentliches Ereignis und man will gerne schnell Erklärungen haben. Und in dem Falle kursierte, glaube ich, schon am nächsten Tag das Gerücht der Bombe oder fast am Tag selber, wie wir hier eben von Philipp Lehmann gehört haben. Ich bin sehr froh, dass ich die Chance hatte, mit einem der Unfallermittler zu sprechen. Kevin Darcy, den hatte damals Boeing dahin geschickt, und unter anderem wohl auch deswegen, nicht nur, weil er damals an der Konstruktion der Boeing 767 beteiligt war, sondern weil er auch bei einem anderen Fall, nämlich in Lockerbie, als Ermittler im Einsatz war. Und ja, ich hab ihn als erstes gefragt, was so seine ersten Gedanken waren, als er von dem Absturz hörte. Once we were aware of the accident, we knew that or was reported that it had come apart. Kevin Darcy sagt, dass es in zweierlei Hinsicht ein ungewöhnlicher Unfall war. Zum einen, dass normalerweise passieren Unfälle meist in Flughafennähe, und dass sozusagen ein Flugzeugabsturz quasi entlang der Reiseroute ist ungewöhnlich. Und ebenso ungewöhnlich ist, sagt er als Ermittler, dass Flugzeuge in der Mitte, also in Mid-Air sagt man auf Englisch, also mitten in der Luft zerbrechen während des Fluges. Und dafür, sagt er auch, braucht man natürlich eine immense Energie. Und denkt man an eine Explosion normalerweise. Und das war eben auch an diesem Tag sozusagen dein erster Gedanke. Ja, Rakete oder eine Bombe. Wie gesagt, er war auch bei der Ermittlung zum Jumbo-Absturz der Pan Am in Lockerbie beteiligt. Die Maschine ist eben nicht in der Stadt oder über dem Meer abgestürzt, sondern in einem sehr unzugänglichen Gebiet, im westthailändischen Dschungel. Vielleicht mal ein bisschen allgemeiner formuliert, Andreas, welche Rolle spielt für Flugunfallermittler und für Abstürze generell und deren Aufklärung das Gebiet, wo die Maschine runterkommt? Durchaus eine sehr wichtige Rolle, logischerweise, denn sozusagen, wenn die Maschine in einem relativ engen Bereich runterkommt und auf dem Erdboden sich befindet, nicht im Wasser, dann kann man, wenn man die Unfallstelle entsprechend absperrt vor allen Dingen, kann man eigentlich oft relativ gut
Forensik betreiben, unser Motto hier Flugforensik, und kann sozusagen anhand der verteilten Wrackteile eine Menge ablesen und analysieren. Das ist natürlich oft nicht der Fall, weil teilweise finden eben Abstürze ins Meer statt, wie wir auch schon hier berichtet haben, bei anderen Fällen. Oder in diesem Falle eben in sehr unwegsamem Berggelände, was schon mal einfach sehr schwierig ist, physisch, weil natürlich man erstmal die Unfallstelle finden muss. Da muss man dahin irgendwie Hubschrauber bringen, Rettungstrupps bringen. Teilweise, es gibt Fälle, da werden sogar auch in diesem Falle hier in Thailand, ist erst so eine Art Straße, eine Schneise in den Dschungel geschlagen worden, damit eben auch Rettungsfahrzeuge an diese unzugängliche Stelle kommen konnten. Problem war aber auch, dass sie eben nicht unzugänglich war für lokale Dorfbewohner. Das heißt, da wurden massive Plünderungen durchgeführt, was natürlich absolut verwerflich ist. Es ist kriminell und verwerflich in jeder Hinsicht, aber es ist vor allen Dingen auch ein Riesenproblem für die Unfallermittler. Weil natürlich dann, wenn da schon alle möglichen Leute durchgehen, irgendwas mitnehmen, viele Sachen verschwinden oder auch die Trümmer nicht mehr so da liegen, wie sie dort aufgeprallt sind, was eben oft in sich schon Ausschluss geben kann, was passiert ist. Auch hier nochmal die Frage an Kevin Darcy, wie er sozusagen die ersten Stunden und ja die Arbeit dort an der Absturzstelle in Thailand erlebt hat. It was, you know, fairly remote. When I first went out there with the team, we flew out by helicopter. Darcy beschreibt, wie er mit einem Hubschrauber, als einer der ersten da als Ermittler, an die Unfallstelle geflogen ist, wie es eben sehr bergig, zerklüftet, unzugänglich war. Er hat vor allem sich erinnern können, kann sich erinnern heutzutage an die extreme Hitze und Feuchthitze da oben. Er stammt aus Seattle, lebt auch in Seattle, was, wie ich selber auch weiß, eben eine sehr angenehme, frische Gegend ist. Und hier war es halt wirklich, Thailand mit seiner tropischen Feuchte kann wirklich absolut einen überwältigen. Das hat er auch darüber empfunden, hat er gesagt, es ging ihm auch schlecht. Er erinnerte sich einen Nachmittag, weil er offenbar dehydriert war und zu wenig Wasser getrunken hatte. Großes Problem übrigens, auf was man sehr achten muss in solchen Gegenden. Er kann sich auch an nicht allzu viele Plünderer erinnern, aber er erinnert sich, wie er in einer Schlucht, in einem Tal arbeitete mit einem FAA-Ermittler im vorderen Teil des Rumpfes, der da offenbar lag und an der Elektronik irgendwas untersuchte. Und da sah er dann, wie in der Nähe offenbar zwei Mönche ganz still saßen. Also offensichtlich waren da Leute zugegen, lokale Menschen, aber er hat zumindest keine Plünderer gesehen. On either side, it was in a little ravine, and on either side there were monks that were, you know, just kind of, you know, sitting there quietly looking at us. Während also in Thailand die Experten am Flugzeugwrack nach der Ursache des Absturzes gesucht haben, begann in Wien sozusagen die Aufarbeitung, will ich es mal nennen. Und es gab eine ziemlich ungewöhnliche Mission für andere Lauda-Air-Mitarbeiter. Susi Scheithauer war dabei, eine Reise anzutreten, die eine emotionale Herausforderung war. Nach einigen 3-4 Tagen oder so wurde eine Crew gesucht, die nach Bangkok fliegt, mit den Angehörigen von Passagieren und Crew natürlich, also wir von den Verunglückten, die identifizieren möchten. Und da gab es ja viele, die gesagt haben, sie können das auf keinen Fall machen, diesen Flug. Also sehr viele sind da ausgeschieden. Und ich habe mich dann für diesen Flug freiwillig gemeldet. Aber es war so, dass wir eben damals mit den Angehörigen zusammen im Hotel waren, was ein Wahnsinn war, weil die teilweise uns angeweint haben, ja, oder wie auch immer. Also dann war es so, dass man uns gebeten hat, als Crew ebenfalls Flugbegleiterkollegen in dieser tropisch heißen Aufbahrungshalle unter den verkohlten Leichen zu identifizieren. Und da hatten wir eine Nacht Zeit, das zu überlegen. Also es war kein Muss, aber es war ein, bitte helft's mit, die Kollegen zu identifizieren. Ja? Und ich weiß noch, ich habe mich dann dagegen entschieden. Also ich habe dann am nächsten Tag gesagt, ich fahre da nicht mit. Und etwa die Hälfte oder so, sage ich jetzt mal, von meiner Crew damals ist dorthin gefahren. Und die, also ich glaube, ich weiß nicht, wie man sowas verarbeiten kann, die waren völlig fertig, wie sie wiedergekommen sind. Also das kann man sich, glaube ich, auch irgendwie ausmalen oder ich konnte es mir eben etwa vorstellen, was dort ist. Es gab damals von der Lauda-Air-Seite keine psychologische Support. Das ist absolut grenzwertig und es ist aus heutiger Sicht auch anders geworden in der Branche.
Man muss natürlich auch die Besatzung gerade in so einem Fall psychologisch betreuen, weil da eben alle Leute im Grunde ja Folgeschäden psychisch so davontragen, wenn auch unbewusst manchmal, die erst viel später aufbrechen, wenn man das nicht hat. Wir hatten auch bei Interflug den Fall neulich 1972, da war eben auch keinerlei Betreuung für niemanden gegeben. Das war auch damals sicher nicht üblich, in der DDR schon gar nicht. Aber dass das eben in den 90ern auch noch nicht so war, ist eigentlich auch schockierend, gerade bei einer Airline wie Lauda, wo man denken könnte, die haben eigentlich einen hohen Standard. Und solche extremen Erlebnisse, wie diese Frau Scheithauer hier erklärt, ihrer Kollegen, die sie dort hatten mit der Identifizierung der gleichen, der anderen Crew. Und das nicht zu betreuen, das ist auch schon unverantwortlich. Ja, die Susi Scheithauer hatte auch erzählt, dass es für einige so traumatisierend war, diese Identifizierungsreise, dass sie mit der Arbeit als Flugbegleiter aufgehört haben. Absolut nachvollziehbar. Zurück zu Kevin Darcy, einem der Unfallermittler. Die haben also in Thailand gearbeitet, Spuren gesammelt, ganz normal die Flugunfalluntersuchung vorangebracht. Und der Vorteil war dieses Absturzes über Land, dass man relativ schnell den Stimmrekorder aus dem Cockpit geborgen hat. Und in Abstimmung mit den thailändischen Ermittlern, die diese Untersuchung, weil es eben in Thailand passiert ist, geleitet haben, ist dieser Stimmrekorder nach Washington in den USA geschickt worden, wo er dann relativ schnell ausgewertet wurde. Und Kevin Darcy kann sich bis heute noch relativ gut daran erinnern, wie die Nachricht vom Stimmrekorder und die Inhalte ihn überrascht und die Ermittlungen komplett auf den Kopf gestellt haben. And I got a call at the hotel and they briefed us. Ja, Darcy erinnert sich, wie er in Thailand im Hotel war während der Ermittlungen und einen Anruf bekam aus den USA, weil dort war ja inzwischen der Voice Recorder im Labor der NTSB in Washington ausgewertet worden. Und er sagte, er war vollkommen überrascht von dem Ergebnis, hätte er nie erwartet, nämlich eben, dass auf dem Voice Recorder zu hören ist, dass auch der erste Offizier als letzte Worte sagt, Reverser deployed, also der Schuppenkehr war ausgefahren. Und das hat die ganze Untersuchung auf den Kopf gestellt, sagt Darcy. Und am nächsten Tag waren sie wieder an der Unfallstelle und haben daraufhin gezielt nach den Triebwerken gesucht und die wir auch gefunden und haben auch dann in der Tat festgestellt, das konnten sie anscheinend physisch dort noch sehen, dass die Schuppenkehr ausgefahren war. Bei einer der Auswertungen des Cockpit-Voice-Recorders war der Pilot und Airline-Chef Niki Lauda in Washington selber mit dabei. Ja, er hat selber, zumindest so hat er es so dargestellt, eine sehr aktive Rolle bei den Flugunfallermittlungen gespielt. Ob er wirklich so einen großen Beitrag an der Aufklärung hatte, darüber gibt es geteilte Meinungen. Das soll jetzt auch nicht das Thema sein, aber wir können sozusagen jetzt indirekt Niki Lauda im Originalton hören. Denn in einer seiner Autobiografien, Das dritte Leben, 1996 im Heine Verlag erschien, beschreibt er die Momente nach, als er erstmals sozusagen das Gespräch seiner beiden Piloten auf dem Cockpit-Voice-Recorder mit angehört hat. Daraus hören wir jetzt eine Lesung. Dann fragt Turner seinen Captain, ob er unten in Bangkok bei unserer Technik anfragen solle. Der Captain sagt nein, denn in der Checklist stünde ohne dies alles klar genug. Dann moisture or something? Kaum verständlich. It's coming on and off. Pause. Schweigen. Geringfügiges Nachjustieren der Trimmung wird besprochen. Schweigen auf dem Band. Dann eine Litanei auf Deutsch. Meine Mithörer schauten mich fragend an. Der Co-Pilot rechnet den Flugplan auf Deutsch, sagte ich. Ah, Reverse is deployed. Das war Co-Pilot Turner. Schubumkehr hat ausgelöst. Schweres Atmen, ein Klappern im Cockpit. Noch schwereres Atmen, lautes Scheppern. Der ganze Geräuschpegel wird lauter, 3-4 Sekunden lang. Der hohe Geräuschpegel von Rauschen und Scheppern hielt etwa 20 Sekunden. Dann war alles aus. Wie wenn ein ganz normales Band sein Ende erreicht. Ich hatte die einzige Information erhalten, der ich seit einer Woche nachgejagt war und wollte nichts anderes als wieder heim. Also da kann man so ein bisschen den Stil von Niki Lauda, seinen Erzählungen nachvollziehen aus diesem Buch. Andreas, du hast Niki Lauda persönlich erlebt, auch getroffen. Mittlerweile lebt er ja nicht mehr und trotzdem ist er bis heute eigentlich auch in Deutschland, kann man nicht sagen Nationalheld, aber ein absoluter A-Promi. Was war Niki Lauda für ein Typ? Also er war, ich würde sagen, wenn man ihn so normal, ich kannte ihn nicht sehr gut, aber ich habe ihn aber öfter getroffen, auch gesprochen, schon ein kauziger Typ. Er war vor allen Dingen in meinen Augen ein Masochist, auch in diesem Fall jetzt hier. Das haben wir auch früher in seiner Formel-1-Karriere erlebt. Er hat teilweise Entscheidungen getroffen für sich, die dann sehr radikal waren, die er oft einfach der verdutzten Öffentlichkeit so mitgeteilt hat. Das ist jetzt so und Schluss.
beim Thema Lauda Air Absturz ist er wirklich in der ersten Nacht quasi mit dem ersten verfügbaren Flug, ich glaube über Amsterdam, nach Bangkok geflogen und hat sich sofort an den Unfallort begeben, was eben auch eine ungewöhnliche Handlung ist. Aber er hat sich eben auch für Lauda Air extrem verantwortlich gefühlt. Das ist sein Ding, das ist er. Das wurde auch ja bis heute, auch posthum, in der Öffentlichkeit so gesehen. Das ist er und das ist sein Lebenswerk, Lauda Air, in dem Moment. Er hat sehr früh sehr klar gesagt, wenn ich oder wenn wir als Airline hier Schuld haben, dann mache ich die Airline zu. Das war die große selbstgestellte Hürde, die sozusagen über allem lag. Und alle waren sehr gespannt, er selber am meisten, was da rauskommen würde, wusste ja niemand. Er war immer extrem offen während dieses Unfalls, hat sich bis zur Selbstaufgabe, hat er Interviews gegeben, quasi in allen Lebenslagen. Das würde auch sonst niemand machen. Er wurde nicht abgeschirmt von irgendwelchen Begleitern, Sicherheitskräften, nichts. Er ist da in einem öffentlichen Flugzeug mit jeder Menge Reportern, die mitgeflogen sind, nach Bangkok geflogen, war übernächtigt an dieser Unfallstelle in den Bergen, ist noch rumgestolpert, ist Plünderern in die Arme gelaufen, schreibt er in seinem Buch auch sehr eindrucksvoll. Also er hat sich nichts geschenkt und er war eisenhart, auch zu sich selber. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, gerade auch im späteren Leben war er in Österreich ein unangreifbarer Nationalheld immer und was Niki sagte, war Gesetz. Das habe ich selber erlebt, weil ich habe mit Lauda mal nach MH370, glaube ich, beim ORF in einer größten Fernseh-Talkshow Sonntagabend gesessen und da hat er, das war natürlich Jahre später, aber ehrlich gesagt Unsinn erzählt. Es hat ihn keiner hinterfragt. Ich war der einzige Nicht-Österreicher. Ich habe gesagt, Herr Lauda, das kann doch so gar nicht stimmen. Da war also alle ganz perplex, dass dem jemand Kontra gibt. Also habe ich gemerkt, ein bisschen wie Beckenbauer früher in Deutschland. Es gibt so sakrosankte Figuren, wo keiner wirklich gewohnt ist, das ist mir jedenfalls klar aufgefallen, denen einfach zu sagen, hallo, das stimmt hier nicht. Das hat überhaupt keiner sich getraut oder vielleicht gar nicht drauf gekommen. Und das ist auch so ein bisschen der Mindset. Also was da waren schon sozusagen, was Niki sagt, was Niki vorgibt, war irgendwie in einer gewissen Weise Gesetz. Und er hat hier halt sehr, sehr öffentlich, das war natürlich auch spannend irgendwie für die Öffentlichkeit, das zu verfolgen, sozusagen seine gesamte Existenz aufs Spiel gestellt, öffentlich hat gesagt, wenn es schlecht ausgeht, wenn wir hier Schuld haben, dann mach den Laden dicht. Kevin Darcy von Boeing hat mir zu Lauda gesagt, dass er von ihm gar nicht so viel mitbekommen habe und dass er auch ehrlich glaubt, dass Niki Lauda an der echten Aufklärung keinen großen Anteil gehabt habe. Niki Lauda hat offenbar so eine eigene Geschichte konstruiert und zu der gehörte es eben auch, da war es ganz praktisch, dass er selber Pilot war und ein Type-Rating hatte auf eben dieser Boeing 767, dass er nachvollziehen wollte, was seine Kollegen da erlebt haben in Thailand. Und er ist mehrfach im Simulator, hat er versucht, diese Situation zu simulieren, relativ kurz nach dem Absturz in London Gatwick in einem 767-Simulator. Und da sei es ihm im Prinzip gelungen, wenn auch mit sehr viel Mühe, aber die Maschine irgendwie wieder unter Kontrolle zu bekommen bei diesem ersten Flug. Und das hat er dann auch auf einer Pressekonferenz erzählt. Und dann sagte er, er sei sich nicht ganz so sicher, ob es allein die Schubumkehr gewesen sein könnte. Dazu habe ich den Piloten, den Senior First Officer Andreas Lampel, gefragt, kann man das überhaupt nachstellen? Der Simulator ist im Grunde genommen nur ein Rechenmodell, was hinterlegt ist. Und dieser Fall ist gar nicht kodiert praktisch. Diesen Fall, dass in der Höhe ein Triebwerk in den Umkehrschub praktisch schaltet, da sind sich die Experten sogar uneinig, was da eigentlich genau passiert. Die physikalischen Phänomene sind da, glaube ich, gar nicht genau beschrieben. Und die 767 zum Beispiel von ihrer Bauart, wie das Triebwerk unter dem Flügel positioniert ist, in welcher Abstand zum Flügel sich die Schubumkehr befindet, ist da nochmal speziell, dass da einfach ganz sehr, sehr viel Auftrieb verloren geht, wenn das jetzt bei diesem Fall wie bei Lauda passiert, dass da eigentlich das unsteuerbar ist. Bei Boeing hat man eben dann auch nicht so viel auf diesen Simulatorflug und Lauda gegeben, sondern hat anerkannt, auch mit einem Riesendruck, denn es waren ja auch andere Boeing 767 unterwegs. Wir haben hier ganz klar ein Problem mit der Schubumkehr. Genauer gesagt war es ein Bauteil innerhalb der Schubumkehr, die eigentlich also redundant abgesichert war. So sollte es ja eigentlich auch sein, was da nicht so funktioniert hat, wie es hätte funktionieren sollen. Ich muss noch sagen, Boeing hat nämlich in der Zeit nach dem Absturz, als es unklar war, alle Schubumkehrfunktionen auf allen 767 stillgelegt. Zumindest also in der Luft jedenfalls. Das war also eine spezielle Blockierung. Also in der Zeit waren die quasi alle gar nicht ganz funktionsfähig, bewusst unfähig gemacht, in der Form nochmal zu funktionieren. Ja, aber dennoch ist natürlich die absolut naheliegende und ebenso drängende Frage, warum um alles in der Welt ist bei der Entwicklung eines neuen Flugzeugtyps
sowas im Prinzip nicht bedacht worden oder sogar auf Testflügen getestet worden. Weil es nie vorkam. Ja gut, aber Kevin Darcy war auf so einem Testflug mit dabei, wo offenbar tatsächlich schon probiert wurde, die Schubumkehr mal einsetzen zu lassen. Und ja, er hat mir erzählt, wie dieser Testflug in Wirklichkeit lief. I think the thought was that this really isn't something that could happen. Darcy berichtet von einem Testflug, an dem er an Bord war, wo in etwa 10.000 Fuß, also das sind gut 3.000 Meter, und bei nicht vollem Schub in der Tat, das sagt er selber, nicht ganz genau, wie sie das gemacht haben, vorher, dass das überhaupt möglich war, aber sie wollten eben bewusst einen Schubumkehr ausfahren. Das haben sie auch wohl gemacht, oder zumindest teilweise. Da ist dann also das Flugzeug stark durchgeschüttelt worden und offenbar auch erhebliche Vibrationen an den Vorflügeln und Vorflügelklappen. Aber dann sozusagen haben sie das wieder sozusagen auf den Leerlauf stellen können und dann ist alles wieder normal gewesen. Er sagt aber selber, dass es eben nicht gedacht war, um irgendwas in der Art zu simulieren, wie der Lauderherabsturz dann war, weil nämlich in der Tat der große Unterschied bei dem, was er erlebt hat bei diesem Testflug, ist, dass sie A, nicht voll Schub gegeben haben und dass sie B, vor allen Dingen nicht auf der richtigen vollen Reiseflughöhe waren. 10.000 Fuß ist ja keine Reiseflughöhe. Und dass sie C, wussten, dass das jetzt passieren wird, was ein wichtiger Faktor ist, wenn man sich mental darauf einstellt. Ja, aber das heißt eben, das ist eine ganz klare Konklusion hier, mit diesem Vorfall, der bei Lauda passiert ist, hat niemand gerechnet und der wurde auch nie simuliert, weil das wäre wahrscheinlich tödlich ausgegangen, eine Simulation dieser Art, weil das kann nicht funktionieren, wenn eben auf Reiseflughöhe bei vollem Schub diese Sache passiert. Und das haben sie auch nicht mal annähernd simuliert, das sagt Darcy hier, aber sie haben zumindest überhaupt mal diesen Mechanismus in der Form probiert. And, you know, so it wasn't designed to really simulate what happened on the Lauda accident. Also es ist unstrittig, diese Boeing 767 ist falsch konstruiert worden. Zumindest hat Boeing nie damit gerechnet, dass die Schubumkehr bei diesem Flugzeug in der Luft während des Fluges einsetzen kann. Und im Grunde könnten wir die Folge jetzt beenden an dieser Stelle. Wenn da nicht die Frage wäre, hätte dieses Einsetzen der Schubumkehr durch bessere Wartung verhindert werden können. Und ja, wir begeben uns jetzt ein Stück weit ins Reich der Spekulation, aber es gibt dafür auch ein paar Argumente. Beispielsweise hat uns Martin Moser, ich erinnere dran, der war früher Flugbegleiter bei Lauda Air, auf ja, ein gewisses laxes Verhältnis der Lauda Air an einigen Tagen und bei einigen Flügen zur Sicherheit hingewiesen. Ich selbst habe als Flugbegleiter einmal erlebt, wie bei einem technischen Problem getrickst wurde. Das war auch bei einer Boeing 767. Wir sollten von Wien über Salzburg in die Karibik fliegen. Da gab es in Wien ein Problem mit einem Triebwerksstarter. Eigentlich darf man mit so einem Schaden nur noch die Rotation bis zur Homebase zu Ende fliegen. Aber die Techniker haben sich dann mit den Piloten und der Airline darauf geeinigt, dass der Fehler offiziell erst in Salzburg entdeckt wird, damit wir erst noch in die Karibik und dann zurück zur Homebase Wien fliegen können. Wir sind einfach mit diesem fehlerhaften Triebwerk gestartet. Ja, nicht allein Martin Moser belastet die Lauda Air, wenn es um Sicherheitsstandards geht, sondern es gab auch ein Gutachten, das bis heute nicht veröffentlicht ist, das so Fragen aufgeworfen hat, sagen wir mal ganz vorsichtig. Und ich bin sehr froh, dass wir jetzt mit Patrick Huber sprechen können. Er ist Luftfahrtexperte und ein österreichischer Journalist, oder ich glaube, man kann sagen, der österreichische Journalist, der sich wie kein anderer mit dem Fall Absturz der Lauda Air beschäftigt hat. Und das Gute ist, Herr Huber, Sie sind im Besitz dieses Gutachtens. Was steht da drin und inwieweit belastet es Lauda Air? Ja, also dieses Gutachten wurde vom Professor Dr. Zeibig im Auftrag der Wiener Staatsanwaltschaft erstellt, die unabhängig von der thailändischen Untersuchungskommission eigene Ermittlungen aufgenommen hat. Und es ist deswegen brisant, weil darin sehr schwere Vorwürfe gegen die Lauda Air erhoben werden und auch nachweislich Missstände aufgezeigt werden. Also der Herr Professor Zeibig schreibt unter anderem darin, dass er gewisse Unterlagen überhaupt nur dann dadurch bekommen konnte, dass der Lauda Air eine Hausdurchsuchung angedroht wurde. Und es geht aus diesen Unterlagen in dem Gutachten auch hervor, dass 25 Seiten des technischen Logbuches der Mozart in einem Zeitraum vom 27. Mai bis 8. Juni 1990 komplett fehlen. Es fehlt auch eine Arbeitskarte in den Dokumentationsunterlagen des C-Checks, wie es so schön heißt in der Fachsprache. Und allein in den letzten Wochen vor dem Absturz der Mozart gab es im IEC-Speicher nicht weniger als 61 Fehlermeldungen betreffend die Schubumkehr. Das müssen wir, glaube ich, einmal erklären. Der IEC-Speicher ist so eine Art Festplatte im Triebwerk, wenn ich richtig informiert bin.
Ja, das ist so ein Datenspeicher, so ähnlich wie der Bordcomputer beim Autos, wo der Mechaniker anhängt, den Diagnosecomputer und die Fehlermeldung ausliest. Und dieser Speicher hat sogar den Absturz überlebt. Belastet denn das Gutachten die Airline auch in dem Sinne, dass der Gutachter Zeibig eine Mitverantwortung der Airline für den Absturz sieht? Also der Gutachter Zeibig, der listet einfach Fakten auf. Eine Beurteilung dieser Fakten hinsichtlich Verantwortung nimmt er nicht vor. Das müsste die Justiz beurteilen und entscheiden. Aber es ist schon so, dass die ersten Fehlermeldungen betreffend die Schubumkehr ungefähr ein halbes Jahr vor dem Absturz aufgetreten sind. Lauderair hat die Maschine trotzdem einfach weiterfliegen lassen. Die haben einfach herumgedoktert, wenn man so will, in der Technik. Professor Zeibig spricht in diesem Zusammenhang wörtlich davon, dass nicht vertretbare Wartungsmaßnahmen durchgeführt wurden, die deshalb nicht sinnvoll waren, weil sie nicht zu dem erhofften Erfolg führen konnten. Also die Techniker der Lauderair haben beispielsweise wieder Fehlermeldungen ohne Ursachenanalyse einfach gelöscht, Wartungsmaßnahmen nicht wie vorgeschrieben im technischen Logbuch eingetragen, angefangene Fehlerbehebungsmaßnahmen nicht zu Ende geführt, Messergebnisse für in Ordnung befunden, obwohl sie außerhalb des zulässigen Bereichs lagen, oder sogar, wie der Herr Gutachter schreibt, unsinnige Wartungsmaßnahmen durchgeführt, die vom Hersteller Boeing gar nicht vorgesehen sind. Das ist ein ganzes Konvolut und Professor Zeibig kommt darin ganz klar zu dem Schluss, dass die Mozart am Unglückstag gar nicht mehr hätte fliegen dürfen. Er schreibt, die durchgeführten Wartungsmaßnahmen waren zum Teil nicht sinnvoll, weil sie nicht zum erhofften Erfolg führen konnten und zum Teil sicherheitstechnisch bedenklich. Die Dokumentation der Fehlermeldungen war in mehreren Fällen mangelhaft. Dadurch wurde gegen die internen Richtlinien der Lauderair verstoßen und gegen die Erfordernisse für den sicheren Betrieb eines Luftfahrzeuges. Und es ist auch so, dass sich Techniker der Lauderair, die Angst um den Job hatten, immer wieder kritisch geäußert haben, vor allen Dingen dann auch nachher. Sie haben den langen Arm des Chefs, also des Herrn Niki Lauda, beklagt und dass er sich überall eingemischt hat und es herrschte so der Tenor vor, im Zweifel fliegt eine Maschine auf jeden Fall. Sagt Patrick Huber, österreichischer Journalist und ein wirklicher Auskenner zum Fall Lauda 004. Journalismus ist das Stichwort. Journalismus heißt beide Seiten fragen und anhören. Nun gibt es die Lauda eher nicht mehr und Niki Lauda ist gestorben. Aber er hat ein Buch geschrieben, aus dem wir schon mal eine Stelle vorhin gehört haben. Und in diesem Buch geht er auch auf das Gutachten ein. Hören wir mal, wie er darüber spricht bzw. schreibt. Als selbstverständliche Routine rund um einen schweren Unfall hatte die Staatsanwaltschaft Wien Erhebungen aufgenommen, für die Dr. Ernst Zeibig als Sachverständiger berufen wurde. Der Experte erstellte seinen Akt ohne Gegencheck mit Boeing oder Lauderair. Wie wir nachträglich erfuhren, enthielt er Beschuldigungen gegen Lauderair. Da mir der Report nie zu Gesicht kam, konnte ich nicht darauf antworten. Die Staatsanwaltschaft schien sich auch eher vom offiziellen Unfallbericht als von den Folgerungen Dr. Zeibigs leiten zu lassen und stellte die Erhebungen ein, weil sich keine Verdachtsmomente für Schuld oder Fahrlässigkeit ergeben hatten. Das dritte Leben erschien im Heine Verlag 96. Daraus haben wir eine Stelle gehört, in der Niki Lauda, also dieses Gutachten, ich würde sagen bagatellisiert und als Standardakt wiedergibt. Was wir jetzt gehört haben oder vorhin gehört haben von Patrick Huber zeigt, dass Lauda da nicht ganz aufrichtig war, denn Lauda behaupte, das Gutachten sei ohne Kontakt zur Lauderair erstellt worden und Zeibig bestreitet das und schreibt das rein, dass ihm Akten nicht gegeben wurden. Das heißt, es gab eine Kontaktaufnahme. Und das Gutachten ist durchaus brisant. Das ist also keine journalistische Skandalisierung. Wir haben eben die Stellen zitiert gehört. Und es bleibt auch die Frage, wieso dieses Gutachten, wenn es denn komplett in die Richtung geht, wie der offizielle thailändische Unfallbericht bis heute nicht veröffentlicht wurde. Und ich will noch ergänzen, Professor Zeibig habe ich erreicht und um ein Interview gebeten und er lehnt bis heute ein öffentliches Interview zum Thema Lauderair ab. Andreas, das sind natürlich schwere Vorwürfe, das muss man schon auch sagen, dass eventuell doch die Airline eine Mitschuld am Tod von so vielen Menschen hatte. Kann man einer Airline, einer aufstrebenden Airline wie Lauderair mit nur zwei Langstreckenfliegern überhaupt vorwerfen, dass sie im Prinzip die Maschinen in der Luft halten will, um überhaupt zu überleben? Man kann Lauderair auf jeden Fall vorwerfen, dass sie
ein viel zu ehrgeiziges Flugprogramm aufgelegt haben, in alle Welt bis nach Sydney mit nur 2 Langstreckenflugzeugen. Das passt nicht zusammen. Und das ist sozusagen impliziert schon automatisch einen Druck, die Flugzeuge irgendwie in die Luft zu kriegen, der nicht gesund ist und nicht sicher sein kann, auch ohne Niki Laudas direkten Einfluss. Und da nun Niki Lauda, wie wir auch schon jetzt von mehreren Zeitzeugen da gehört haben, eine so überragende Figur auch intern war, der eben auch sozusagen ganz klar mit langem Arm durchgriff, wie es hier eben gesagt wurde, und sozusagen ganz klar gemacht hat, jedem einzelnen Techniker, im Zweifel fliegt die Maschine, musste sie ja quasi auch, um dieses ja eben für 2 Flugzeuge über ehrgeizige Programm auch abzuwickeln, war das quasi schon dem System immanent, einem solchen System, dass es da wirklich Unzulänglichkeiten geben würde. Interessanterweise hat eben Lauda dann, sobald eben sozusagen offiziell anerkannt wurde, dass das eben ein Boeing und ein technischer Fehler war, der noch nie vorher vorgekommen ist, was Boeing ja auch eingestanden hat, dann letztlich hat sich Lauda selber sozusagen die Absolution erteilt gesehen und hat sozusagen sich dann auch selber aus der Schusslinie genommen, weil er hatte ja öffentlich gesagt, wenn ich oder wenn die Airline mit Schuld haben, dann höre ich hier auf, mache den Laden dicht. Und das war für ihn jetzt vom Tisch. Also er hat sich sozusagen gerechtfertigt gesehen und gesagt, also ich habe keine Schuld, wir machen weiter. Eine gute Freundin von mir, die ein bisschen Flugangst hat, hat sich dafür entschieden, einen Flug mit Ryanair zu buchen und fragte mich dann als den Luftfahrtexperten, ich lache und mache hier im Studio Tütelchen, denn das ist ja eigentlich Andreas, hat mich gefragt, ist es denn überhaupt sicher, mit so einer Low-Cost-Airline wie Ryanair zu fliegen? Ich habe meiner Freundin sinngemäß und ehrlich geantwortet, ob man mit Ryanair fliegen will oder nicht, ich glaube, das ist auch eine ethische Frage, wie die Arbeitsbedingungen sind, aber ich würde sagen, sicher ist Ryanair auf jeden Fall und generell, glaube ich, sind Low-Cost-Airlines keineswegs weniger sicher als zum Beispiel die Lufthansa oder Singapore Airlines. Habe ich da die richtige Antwort gegeben, Andreas? Yes, sir. Ich werde es auch oft gefragt, weil man natürlich assoziiert, ja, billige Tickets, das kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen. Das tut im Übrigen ja auch nicht, aber auf anderem Feld, weil wie du gerade schon sagst, sind die Arbeitsbedingungen teilweise echt verheerend. Auch die Piloten stehen da unter extremem Druck. Also das heißt, das ist schon per se jetzt vielleicht nicht die allerbeste Voraussetzung, um sozusagen ja auf Dauer sicher zu fliegen, könnte man denken. Aber ganz klar, du hast es gerade gesagt, die Fakten sprechen eine ganz eindeutige Sprache. Auch Billigflieger sind absolut sicher und es gibt weltweit kein Kontinent, wo man sagen könnte, hier ist klar erwiesen, dass Billigflieger oder Billigflug-Airlines weniger sicher sind. Es gab ein paar Ausreißer, in den USA gibt es den berühmten Fall Valuejet aus den späten 90ern. Da wurde ganz klar massiv geschlampt, da gab es ein schweres Unglück. Also es gab einzelne Fälle, aber per se ist das nicht festzustellen, dass ein Billigflieger unsicher wäre. Das Gutachten von Professor Zeibig und Recherchen von Flugforensik, also von uns, legen aber nahe, dass zumindest bei der Lauda Air es auch abseits des Absturzes Risiken gab. Und die kamen teilweise von Niki Lauda persönlich. Wir müssen es so deutlich sagen. Martin Moser ist ein schier unglaublicher Fall zu Ohren gekommen, bei dem er zwar selber nicht an Bord war, der ihr aber, das hat er auch wirklich bestätigt, ihm von mehreren Kolleginnen und Kollegen so berichtet wurde. Es gab immer wieder Vorfälle, die zeigen, dass es schon auch Sicherheitsprobleme gab. Wir hatten eine Rotation Wien, Colombo auf Sri Lanka, Male, Wien. Die Crew sollte in Colombo getauscht werden. Aber einmal war keine Wechselcrew da, weil Air Lanka, die eine Deadhead-Crew aus Bangkok nach Colombo einfliegen sollte, insolvent war. Da hat Niki Lauda angewiesen, dass dieselbe Crew aus Wien die ganze Rotation fliegt, mit nur 2 Piloten im Cockpit. Das haben die dann auch gemacht. Mehr als 22 Stunden Arbeitszeit am Stück. Wenn sowas öffentlich würde, 22 Stunden als 2er-Cockpit-Team am Stück, ich meine, da müsste man doch eigentlich der Airline die Lizenz entziehen. Das ist kriminell, das ist illegal und das ist hochgradig absurd und schrecklich, das zu hören. Wenn das wirklich so stimmt, und ich gehe mal fast davon aus, warum muss man uns heute da so einen Unsinn erzählen, ist das wirklich disqualifizierend. Und ehrlich gesagt, mein Verdacht nach allem, was ich schon immer gehört habe, dass es auch kein Einzelfall war. Und das ist einfach hier wirklich ein eklatanter Verstoß gegen jede Art von Sicherheitsbestimmung und zeigt eben auch die Mentalität damals nach dem Motto, wir fliegen egal wie. Ich habe ganz viel Unterstützung bei der Recherche bekommen aus Österreich. Vielen Dank.
schon mal an der Stelle, habe aber auch so ein, zwei Kommentare gehört, so sinngemäß, was müsst ihr da jetzt nochmal rumwühlen und Niki Lauda ist ein Held. Und ja, man kann ja auch sagen, lasset die Toten ruhen, auch Niki Lauda ist inzwischen verstorben, aber tatsächlich ist es, so auch mein Eindruck, für viele der Angehörigen extrem wichtig zu klären, wer war schuld am Tod meiner Schwester, meiner Cousine, meiner Mutter, meines Vaters. Und ich habe Philipp Lehmann gefragt, der seinen Vater als 10-jähriger Bub verloren hat. Sein Vater war Wirtschaftswissenschaftler, war auf Exkursion mit der Universität Innsbruck, ist wie viele andere Menschen auch in Thailand gestorben bei diesem Absturz. Ich habe Philipp Lehmann gefragt, wer für ihn der Schuldige ist. Ich muss schon sagen, dass wenn ich eine Person suche, die schuld ist und sage, ich möchte diejenige haben, dann ist es für mich Niki Lauda. Ja. Warum? Ja, wegen dem Konvolut an Dingen, die da nicht zusammenstehen. Das Flugzeug nicht ordnungsgemäß gemartet, Fehlermeldungen sehr lange, die Crew unter Druck, dass sie nicht umdrehen darf oder vielleicht auch gewisse Reparaturen nicht so hundertprozentig ausführen muss. Wichtig ist, dass das Flugzeug fliegt und dass das Umsatz macht. Und dazu eben noch das Nicht-Herausrücken von Unterlagen für eine sehr lange Zeit. Also das macht schon so ein Bild, ein Gesamtbild, dass man sagt, ja, da läuft sehr viel auf die Person als Geschäftsführer oder als Firmeninhaber zusammen. Das sehen nicht alle so, auch nicht alle ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Lauda Air, naturgemäß muss man sagen. Und ganz klar, es war auch nicht alles schlecht bei dieser Airline. Susi Scheithauer teilt zum Beispiel diese These nicht, dass Niki Lauda der Schuldige ist, aber sie hat durchaus Verständnis. Ja, also die gewisse Wut der Angehörigen oder Enttäuschung kann ich verstehen. Ja, ich nehme an, das ist, kommt darauf an, wie man der Firma gegenübersteht. Wenn man sagt, da hat ein Riesendruck geherrscht, dann wird man es wahrscheinlich als Erklärung so nehmen und sagen, ja, deshalb ist es vielleicht auch passiert, weil eben alle versucht haben, hier nur den Flieger in die Luft zu kriegen und Geld zu verdienen. Das mag sein. Ja, ist jetzt nicht meine persönliche Meinung, aber ich kann das nachvollziehen, weil, wie gesagt, es war keine staatliche Airline. Das haben sicher andere Bedingungen geherrscht. Tja, Schuldfragen sind das eine, aber auch Verantwortlichkeiten das andere und ob man das hätte verhindern können. Also wir haben gelernt, gewisse Sicherheitsmängel bei Lauda Air waren intern nicht unbekannt und hätte man auch extern merken können oder melden können, zum Beispiel an die Aufsichtsbehörde. Ich wollte von Patrick Huber, dem österreichischen Journalistenkollegen, wissen, wie er die Rolle der Aufsichtsbehörde einschätzt. Die Rolle der Aufsichtsbehörde ist durchaus hinterfragenswert. Dazu muss man etwas ausholen. Es hat ja im Zuge der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wien nach dem Absturz auch jener führende ehemalige Techniker der Lauda Air, der seiner eigenen Familie Flugverbot erteilt hat, weil er Angst hat, dass was passieren könnte, ausgesagt auf die Frage des Staatsanwaltes, warum er denn nicht gemeldet hat, hat er gesagt, die Behörden haben das sowieso gewusst, aber es herrschte so der Tenor, man darf einer jungen aufstrebenden Fluglinie noch dazu unter dem Aushängeschild Niki Lauda nur ja keine Knüppel zwischen die Beine werfen. Jetzt kann man natürlich der Behörde nicht unterstellen, dass sie bewusst weggeschaut hat, aber letzten Endes ist es so, es gab Missstände bei Lauda Air und es bleiben ja eigentlich nur zwei Sachen übrig. Entweder hat es die Behörde gewusst und weggeschaut oder die Behörde hat es wirklich nicht gewusst, was man zu ihren Gunsten mal annehmen möchte. Dann stellt sich allerdings die Frage nach der Kompetenz der Verantwortlichen, wenn sie es nicht gewusst haben. Klare Worte von Patrick Huber. Zwei Rubriken haben wir am Ende fast jeder Flugforensik-Folge und die erste beschäftigt sich damit, was waren eigentlich die Konsequenzen aus diesem Absturz für die Luftfahrt? Boeing musste ja im Endeffekt zweifelsfrei anerkennen, dass das ein Konstruktionsfehler war in diesem Schubumkehrsystem, weil es eben nicht verhindern konnte, dass auf Reiseflughöhe und bei Reisegeschwindigkeit diese Schubumkehr ausfährt. Deswegen war sie ja auch nach dem Unfall deaktiviert worden auf allen 767, dass das passieren konnte in der Luft. Und das hat man dann nach dieser Erkenntnis, hat Boeing eben auch formal und auch erstmal eigentlich juristisch die Hauptschuld auf sich genommen. Wie wir aber auch wissen, sind ja die meisten Unfälle eine Folge von ganz vielen einzelnen Faktoren, die ja hier, wie wir gerade eben diskutiert haben, auch unter Umständen bei Lauda Air selber begründet lagen zum Teil. Aber das Hauptproblem war der Konstruktionsfehler von Boeing. Und diesen Fehler hat man dann so verändert, dass danach dieses PW4000, was ja das 767-Triebwerk war, so verändert wurde, auch physisch und dieses Ventil und so weiter, dass man im Endeffekt eben dieses Ausfahren der Schubumkehr
im Reiteflug definitiv ausschließen konnte. Das kam also auch nie wieder vor und kann da so auch nie wieder vorkommen. Zum Glück, sage ich nicht nur an Menschen, die Flugangst haben. Ich habe auch noch zwei Sachen rausgefunden, und das wäre dann die andere Rubrik bei der Recherche, die ich bisher noch nicht losgeworden bin. Zum einen, dass die Lauda Air Maschine, diese Boeing 767 quasi, diejenige war, die nach der Egypt Air Maschine ausgeliefert wurde, die beiden schwersten 767-Unglücke, die Seriennummern 282 und 283, das hätten sich die Mitarbeiter in Everett oder Seattle oder wo auch immer die hergestellt wurden, sicherlich nicht gedacht. Das ist also eine rein schicksalshafte Koinzidenz, denn die Abstürze haben rein gar nichts miteinander zu tun. Und auch eine schicksalshafte Koinzidenz ist, dass Thomas Welch, der Kapitän von Lauda Air, in Seattle aufgewachsen ist. Also ausgerechnet in der Stadt, in der dann leider auch bei der Entwicklung dieses Flugzeuges ein schrecklicher Fehler passiert ist. Ich möchte mich bedanken bei ganz vielen Menschen, die im Hintergrund oder auch ganz offen mit ihrer Stimme mitgeholfen haben bei diesen Recherchen, die diesmal besonders aufwühlend und anstrengend waren und auch eine Weile gedauert haben. Vor allen Dingen geht mein Dank an die Kollegen von Austrian Wings, einem hervorragenden österreichischen Luftfahrt-Online-Portal, was ihr vielleicht auch schon kennt. Wenn nicht, der Link ist in den Shownotes. Vielen, vielen Dank auch an Kevin Darcy, den Boeing-Ermittler, der mir noch sehr, sehr viel mehr erzählt hat, sich viel Zeit für uns genommen hat und stellvertretend für viele Angehörige, mit denen ich Kontakt hatte. Besonders mein Dank an Philipp Lehmann, der nicht nur offen im Interview über seine Gefühle und Erinnerungen gesprochen hat, sondern auch uns bei den Recherchen unterstützt hat. Es gibt übrigens auch ein Video von der Absturzstelle in Thailand heute, wo so eine Art Denkmal ist, wo heute noch Wrackteile liegen. Auch da haben wir viele Hinweise bekommen. Dieses Video werden wir auch in den Shownotes verlinken. Es gibt also sogar eine Lauda Avenue heute an der Unfallstelle, weil das ist diese Straße, die damals erstmal nur so als Schneise in den Wald, in den Dschungel geschlagen wurde, damit die Rettungskräfte auch per Fahrzeug zum Unglücksort kommen konnten. Und natürlich auch diesmal wieder ein besonderer Dank an alle, die für uns eingesprochen haben. Die Steckbriefe Anne-Kathrin Mellmann, die Lesungen Nela Richter und unsere Station Boys Bastian Börner. Nach dem Dank steht die Bitte an euch, liebe Hörer von Flugforensik, unterstützt diesen Podcast. Das könnt ihr tun, indem ihr uns empfehlt, indem ihr uns abonniert auf Spotify, Apple, Amazon Music, Podimo oder auch gerne und vor allen Dingen bei YouTube. Das hilft uns sehr. Natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr Werbung macht, wenn ihr uns Feedback schickt und uns dabei helft, weiter bekannter zu werden, damit sich die viele Arbeit, die wir uns hier machen, auch insofern lohnt, dass uns möglichst viele Menschen hören. Gute Bewertungen helfen übrigens auch dabei. Danke für eure Unterstützung, für eure Kommentare. Und jetzt müsst ihr euch gedulden bis zum 25. November. Und dann geht es um den, wenn man das so sagen darf, Lieblingsabsturz oder den Leib- und Magenabsturz von Andreas Späth. Das hört sich jetzt etwas bizarr an, weil natürlich diese tragischen Fälle mit Magen relativ wenig zu tun haben. Ja, es ist sicherlich eine der besondersten und am weitesten Wellenschlagen der Unfall jemals. Wir reden vom 25. Juli 2000, Absturz der Concorde bei Air France in Paris-Charles de Gaulle. Und das war aus ganz verschiedenen Gründen auch für mich ein sehr, sehr besonderer Absturz, der auch zum Teil mein Leben danach verändert hat. Und darüber sprechen wir das nächste Mal. Danke für eure Aufmerksamkeit. Tschüss sagen Benny und Andreas.